neue Hausgenosse. Also, ich muss das jetzt einfach einmal sagen. Meine Jenny ist ja ein ganz liebes Mädchen. Meistens. Und sie tut alles für mich. Wenn andere ihre Puppen verwöhnen und tun, als ob die lebendig seien, ihnen die wundersamsten Namen geben, ihnen Kleider anziehen, sie mit dem Puppenwagen durch die Straße fahren und so fort, dann macht sie sich lustig über die, nimmt mich auf den Arm und streichelt und küsst mich, dass mir ganz wohlig wird und ich zu mümmeln anfange, obwohl ich in dem Moment gar nichts knabbere. Ich bin einfach ihr Ein und Alles. War ich bis letzte Woche. Und das ärgert mich. Denn da hat sie sich einen Papagei eingebildet und die Mama so lange gebittelt und gebettelt und sie angequengelt, bis sie mit ihr in ein Tiergeschäft gegangen ist und tatsächlich einen Papagei gekauft hat. Samt Käfig. Das war auch gut so. Und ihr werdet gleich hören, warum. Der Papagei ist kein junges Tier, sondern schon ein alter Vogel. Ein gebrauchter sozusagen. Nicht, dass ich was gegen alte Tiere hätte. Bestimmt nicht. Jeder wird alt. Auch ich und du. Sein vorheriger Besitzer konnte ihn nicht mehr brauchen, sagte der Verkäufer. Ich glaube aber, er wollte ihn nicht mehr. Das ist nicht gut so. Viele Menschen kaufen ihren Kindern oder für sich selbst Tiere und nach einer Weile ist die Freude vorüber. Das Tier fällt ihnen zur Last. Dann wollen sie es loswerden und verkaufen es wieder oder setzen es aus. Auf Parkplätzen zum Beispiel. Eine Gemeinheit ist das, oder? Warum ich glaube, dass er ihn nicht mehr wollte, das will ich gleich erzählen. Aber nochmal zu dem Papagei. Er heißt Fridolin und ist furchtbar rot-blau-grün. Wie man halt so sagt. Der sieht ja aus wie ein Papagei. Er hat einen harten, schon ganz abgewetzten Schnabel und Füße wie aus Nashornhaut, mit Krallen. Vor denen und dem Schnabel muss man sich in Acht nehmen. Scharf wie ein Rasiermesser sind die, sage ich euch. Das ginge alles noch, denn er sitzt ja die meiste Zeit in seinem Käfig, hält den Kopf schief und rollt die Augen. Aber er kann sprechen. Und damit sind wir beim Grundübel angelangt. Weil er sprechen kann, wollte ihn sein vorheriger Besitzer nicht mehr haben, nehme ich an. Obwohl er ihm das Sprechen selbst beigebracht hat. Aber was brachte er ihm bei? Der Mann muss ein großer Schlingel gewesen sein, denn der Papagei Fridolin redet nur dummes Zeug daher. Das war dem Besitzer dann wahrscheinlich irgendwann ganz peinlich, denn wenn er Besuch hatte, fing Fridolin an zu quasseln und er hörte nicht mehr auf. Das macht er jetzt bei uns im Wohnzimmer. Ich glaube auch, dass er es nur auf mich abgesehen hat. Hey, hallo, du komischer Heini, ächzte er dann. Oder du warst auch schon mal schöne alte Zicke. Oder was zu essen hier, aber flott, hier muss man ja verhungern. Kannst du dir jetzt vorstellen, wie das den Gästen gefallen hat? Na gut, vielleicht hat Fridolin das ja auch von einem Vorvorbesitzer gelernt. Und der Vorbesitzer wusste nichts davon. Dann ist aber der Verkäufer der Schlingel gewesen, dass er nichts sagte. Vorgestern wurde es mir zu viel. Sein Käfig steht auf einem niedrigen Tischchen. Für mich kein Problem, da hinaufzuspringen. Das tat ich, als er ganz besonders frech geworden war und geschrien hatte. Hey, krummer Hund, geh Platz! Ich hatte so viel Schwung, dass ich gegen den Käfig stieß. Der fiel um und krachte auf den Fußboden, mitsamt dem unverschämten Fridolin. Da hockte er nun in dem umgestürzten Käfig und tat keinen Muckser mehr vor lauter Schrecken. So war es recht. Du meinst, ich sei nur eifersüchtig auf Fridolin? Pah, dem würde ich schon was flüstern, wenn ich so quasseln könnte wie der. Jawohl. Seitdem hat er kein Wort mehr gesprochen. Ich glaube, wir können ihn behalten. Vielleicht lernt er ja bei uns auch mal was Anständiges.